Bohren sind noch keine Möglichkeit. Wir müssen es mal aufsteigen. Dafür brauchen wir die Steine. Gut. Und ausbauen. Wie ihr wünscht. Dann können wir eine Party schmeißen. Die ersten paar Ehefrauen in die Stadt holen. Und Aufstieg. Ich werde stets mein Bestes geben in euren Diensten. Wie ihr vielleicht schon gehört habt, gibt es aus der Nachbarinsel Banditen. Wird Baron, dann gestatte ich euch Militär. Wie du wünschst. Wir haben keinen Jäger. Bedeutet, Seife ist keine Option. Die Leute müssen sich mit Besen zufrieden geben. Jetzt gibt es noch einen weiteren Holzfäller. Leute fangen an zu hungern. Der zweite Bäcker ist halt noch nicht ausgebaut. Eine Ehefrau hat es gegeben. Danke, Spiel. Na gut, die meisten Leute waren wahrscheinlich dabei, die Burg auszubauen. So, und wir werden wahrscheinlich einen weiteren Räucherer bauen können. Ohne Schwierigkeiten, gehe ich davon aus. So. Es wäre eigentlich die perfekte Gelegenheit gewesen, hier rumherum einen militärischen Ring zu ziehen. Na gut. Ich werde mich dieses Titels und eures Vertrauens als würdig erweisen. Ich gebe euch aber jeweils nur ein Gebäude zur Militärproduktion. Ihr solltet nicht zu stark werden. Es kommt noch auf schlechte Gedanken. Wir doch nicht. Wir sind immer lieb und handzahm. Ganz brav. Die gute Frau denkt überhaupt nicht nach. Wie soll ich Waffen produzieren ohne Eisen? Zerze! Lasst meinen Minenarbeiter frei! Was soll ich denn ohne Eisen machen? Ach du meine Güte, was ihr immer für Wünsche habt! Hier kann nur ich Wünsche haben, sonst niemand! Besorgt mir ein paar Edelsteine, vielleicht lasse ich euren Minenarbeiter dann frei. Erstmal speichere ich mal ganz kurz. Denn wir haben jetzt so zwei Schmieden, zwei separate Kasernen. Nein! Okay, immer nur ein Gebäude von jeder Art, aber das ist... Oh. Aber die Ästhetik. Die Ästhetik, Bitch! Das war unfreundlich. Sie hat unsere Ästhetik zerstört. 20 Edelsteine müssen wir jetzt auch für sie beschaffen. Gut. Ein Dieb wurde entdeckt. Ja, das kannst du schon vergessen, mein Freund. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ja, nimm die Edelsteine, lass mich in Frieden, macht Party. Ein Karren wurde ausgesandt. Wir haben Stimmt, wir haben Eisen. Wir haben ein bisschen was gefunden. Ein Fischer findet keine Fische mehr. Natürlich nicht, es regnet. Wir wissen alle, die Fische kommen nicht draußen ins Nasses. Seht, wie er läuft, euer Minenarbeiter. Lauf schneller. Wir brauchen den Jäger auch noch.
Setze! Ich sehe nicht nach einer Frau. Gib mir auch meine Männer zurück und lass uns gehen. Jetzt musstest du es sagen. Ha, noch lang nicht. Ich habe noch so viele Wünsche, die mir erfüllen musst. Wie wäre es mit Honig? Wurde uns geklaut. Ihr seid aber süß. Wie soll ich Honig machen, wenn mein Imker doch ein Dromedar oder sonst was ist? Ich hab hier einen Imker, aber jetzt Hurtig. Und es ist Regenzeit. Komm schnell, ich brauche dringend Honig. Es ist Regenzeit. Wie will ich Honig erstellen? Die Regenzeit hat gerade angefangen. So, wir brauchen hurtigen Honig. Ein Fischer findet keine Fische mehr. Geht nicht so. Bauen wir direkt einen zweiten dahin. Halt so rum. So. Greifen wir den nochmal ganz kurz da ein bisschen besser ein ins Muster, indem wir den so rücklings dran setzen. Und dann kommen die an alle ran. Es ist aber nicht so, als wenn ich irgendwas machen könnte, was den Honig angeht. Wir haben wortwörtliche Regenzeit und unser Honig wurde uns von einem verdammten Dieb abgespenstig gemacht. Nicht hilfreich. Und die produzieren Honig. Trotz der Regenzeit? Die Regenzeit ist vorüber. Honig fällt nicht aus im Regen, oder? Es ist nur Getreide und ist nur Getreide und Fisch. Wir brauchen die Lieferung. Und zwar jetzt. Sofort. Wir speichern. Wir speichern. Nicht hilfreich. Minenarbeiter, bitte. Circe ist eine anspruchsvolle Frau. Na, dachte ich mir, dass wir uns dem Spaß gerade ein bisschen nähern. Ausbauen. Ausbauen. Keine Steine. Gelogen. Ausbauen. Eine Taverne da. Okay, wenn das passt. Oh, da braucht Zeit. Ich dachte, ihr seid der unbesiegbare Odysseus und könnt nicht mal alleine Honig machen. Und was bekomme ich dafür? Ihr müsst euer Versprechen halten, auch wenn es etwas länger gedauert hat. Die Kuh schaut mich so lieb an. Hier, ich glaube, das war der Kuhhirte. Nehmt die zu euch. Gibt es sowieso keine Kühe. Die habe ich alle eingefangen. Das hättest du wohl gerne. Nein. Habt ihr alle Männer wieder? Alle Männer? Zwei fehlen noch. Perimedes, der Jäger und Antikos, der Kräutersammler. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Die müsst ihr selber suchen. Bei mir sind es nicht. Aber ich mache euch einen Vorschlag. Wer Herzog und verjagt die Banditen, dann lasse ich euch frei. Das ist gelogen. Und die Banditen nicht vergessen. Komm schon. Dann halt so. Hoch, 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 hoch. Auch einen zweiten Weber.
Aus dem Honig hätte nicht knapper sein können. Verstanden. Sofort. Ein Steinbruch ist erschöpft. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Oh, wir können ihn sogar wieder anschmeißen. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe nicht damit gerechnet. Weich. Ich bin davon aus, dass wir eine Geologeneinschränkung hätten. Ah, eine Dankespiel. Wirklich sehr gute Arbeit. So, den Sold können wir erstmal auf normal drehen. Oder erstmal komplett runter. Wir brauchen das Geld aktuell. Wir müssen dann gerade eine Armee aufbauen. Warum tue ich mir das an mit dem Theater? Frisst doch vor allem nur unsere Wolle weg. Wie ihr wünscht. Ich werde stets mein Bestes geben in euren Diensten. Ein Dieb wurde entdeckt. Glaube nicht. Ich glaube, der Dieb hat sich wieder erledigt. Er fand die Idee doch nicht so gut. Er hatte sich anders überlegt. Kommen wir da hoch. Hier ist noch ein Schiffswrack, das wir komplett ignoriert haben. Schon unterwegs. Wirklich? Ihr wagt es. Ei. Alles klar. So und so. 20 reiche Hütten brauchen wir. Alles klar. Verstanden. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Dann müssen wir uns jetzt dran machen, uns mit den Banditen zu befassen. Wir haben hier hinten noch welche, die wir loswerden können und sollten. Passen wir uns zuerst mit denen, schätze. Ja, erstmal die Kuh kaufen. So. Denn wir können ja benutzen. Sie hat alle Kühe eingefangen, glaubt aber auch nur sie. So. Gut, wohin setzen wir denn die unsere Kuh farmen? Nach hier hinten. Ein Steinbruch ist erschöpft. So. So. Damit regelt es mit dem Milchbau und den Kühen und wir können uns einen Käser bauen. Verzierer kommen dann hier entlang hin. Der Käser kommt noch dahin. Vielleicht wollen die uns jetzt hier empfangen. Alles klar. Jawohl. Nein, ich schätze, zuerst müssen die Banditen sterben. Nun gut, wir haben Banditen hier hinten. Kümmern wir uns da drum.
Die Regenzeit hat eingesetzt. So. So. Eine Eisenmine wird bald erschöpft sein. Auf euren Befehl. Die Eisenmine ist kein Problem. Wie ihr wünscht, einem Stein mehr. Aber hier hoch. An Stein. Auf euren Befehl. Stürmt los! Sofort. Dann einmal da hoch. Nicht aufgeben! Und da drauf. Und dann nehmen wir das Gelände hier hinten ein. So, einmal hier rüber. Wie ihr wünscht. Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. Sofort. Lagos darf ausgebaut werden, das darf ausgebaut werden. Die Regenzeit ist vorüber. Wir können schon mal die Apotheken für später bauen. Eine Eisenmine ist erschöpft. Einen nach dahin. Einen nach dahin. Und einen nach dahin. Wir haben ein Territorium eingenommen. Reichert erstmal von sich aus, sehr zuvorkommend. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Wirklich? In Ordnung, dann geht hier rüber. Oh, wir haben noch ein paar Schafe zusätzlich bekommen. Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. So. Haben wir so viel Wolle? Ich glaube schon. Wisst ihr was, was Kühe angeht, brauchen wir auch so viel. So. Nein, nicht aus dem Bildschirm rausklicken. Jedes Mal. Nein, nicht schon wieder. Lass das. Auch auf dem neuen Rechner bleibt das einfach unsere ewige Qual. Ein Minenarbeiter findet kein Eisen mehr. Hey, wir können Belagerungswaffenschmiede bauen. Dann gehen wir das mal an. Ich denke, wir haben hier mehr als ausreichend Eisen. So, machen das dann hier. An Kräuter kommen wir aktuell noch nicht. Was Reinigungsgüter angeht, brauchen wir nochmal einen Besenmacher, fürchte ich. Und der kommt dann nach hier oben hin, weil wir hier noch keinen Besen haben. So. Nein, wurde er nicht. Die ist tot. Uns nicht länger behelligen. Hat er sich nochmal anders überlegt. Ist klüger geworden. Wir haben sehr viel Holz.
Gut. Dann einmal hier rüber. Sofort. Können wir eine Ramme bauen? Können wir. Gut. Weiterhin noch eine Kuhherde kaufen. Hier haben wir die ganze Zeit nicht geschaut. Wir können Wild bekommen. Schon über die ganze Zeit. Vielleicht hätten wir schon längst Gerber und Metzger bauen können. Dann gib mal her. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Metzger. Ein Karren mit Gerber. Eingetroffen. Reifen machen. Das machen wir einfach, damit wir den Bonus bekommen können für vielfältige Ernährung. Okay, den kriegen wir sowieso schon. Glaube ich. Jedenfalls, damit wir den Bonus für die vielfältigen Sachen bekommen können. Vielfältige Unterhaltung müssten wir aktuell ohnehin schon bekommen. Besonders mit der Hilfe des Theaters, das Wort wird nichts machen wird. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Und da kriegen wir die ganzen Boni rein. So, dann holen Sold. Ein Wagen mit euren Befehlen ist zu uns unterwegs. So, wenn die ein bisschen länger zum Lagerhaus laufen müssen, ist das doch gut für uns. Machen die weniger Unsinn. Dann einmal schnell speichern. Wir lassen den Banditen abermals einfach rauskommen vor die Tür, schießen sie dann zusammen. Ein Trupp nach dem anderen, weil sie sich nicht wehren können. Und dann sehen wir mal. Verstanden. Dann klopfen wir dann gleich höflich an und schießen die zusammen. Das geht nicht. Hört auf, hier rumzuschubbeln und sterbt. Wie ihr wünscht. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Nun, sie halten sehr wenig davon, sich vernünftig zu verhalten, wie wir sehen. Dann verreckt. Geht. Die Regenzeit hat eingesetzt. Ein Fischer findet keine Fische mehr. Eins, die Ramme kann weg. Ein Wagen sofort. Mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Kämpft weiter. Das Schöne ist, dass ich hinter deinem Zelt verstecken kann, dass die Feinde müssen jetzt mal um die Ecke kommen. So, gib ein bisschen Deckung, mach das Zelt weg. Verstanden. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Es gibt kein Zurück. Sofort. Dann sind hauptsächlich Bogenschützen. Schon unterwegs. Es gibt kein Zurück. Oh Gott, zu viele Beschützen. Lauf, lauf. Kämpft weiter.
Stürmt los! Es gibt kein so. Zurück! Ah, da kommt das Stück Kleingeld. Alles klar. Ein Wagen mit okay, drei Schwertkämpfer sind gestorben, das ist aber tragbar. Wir haben natürlich einen Bogenschützen verloren. Ein Fischer findet keine Fische mehr. Vorwärts! Du, gib mir den Rest. Aufgeben. Der Rest. Gib du den Rest. Es gibt kein Zurück. Es gibt kein Zurück. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Und sieh an. Da habt ihr euren Jäger. Der hat sich wohl verlaufen. Wir haben ein Territorium eingenommen. Oh, dann haben wir eine ganze Menge zu jagen, nicht wahr? So. Und eine Straßenabzweigung so rum. Und dann können wir unsere Jäger aufstellen. Jawohl. Kräutersammler haben wir noch nicht. Die Regenzeit ist. Wir können das Territorium hier oben übrigens einnehmen. Und die Armee zurückziehen. Müssen aktuell keinen Sold mehr bezahlen, weil kein Kampf abzusehen ist. Ein Karren mit Rohstoffen gut. Ist eingetroffen. Bevölkerungsplatz? Ah, nun ja, wir werden sehen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So. Ein Wagen mit Tauschgütern. Wo kriegen wir Edelstein her? Ich glaube, die haben wir gerade rausgezogen aus jenem Ort. So. Aus dem Banditenlager. Das eine Zelt war wahrscheinlich der Edelstein. Oder der eine Karren, der halt rausgekommen ist. Nun gut. Hier können wir noch ein paar Schafe mitnehmen.